Und damit mal wieder ein gruseliges Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve Together zusammen mit dem Mamux. Hallo, ich muss wieder Timer stellen. Wir sind irgendwo hier und ich versuche wirklich zurückzukommen zu unserem Lager, das ich im letzten Part irgendwie verloren hatte. Zum Glück haben wir im letzten Part doch überlebt. Ja, geil. Habe ich mir jetzt eine Angel gemacht? Ja, ich habe mir eine Angel gemacht. Und die Folgen werden übrigens 15 Minuten sein. Mixing between the two. Getting some kind of nasty thing. Max ist natürlich auch wieder dabei. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist. Ich war nicht auf YouTube und es ist dann auch aufgeschrieben. Ich war bei WhatsApp. Lustig. Hallo. Pick your pose. Ich laufe immer noch durch irgendeinen Wald zu unserem Haus. Du kannst auf die Karte gucken, ne? Da siehst du unser Lager, weißt du, ja? Oh, ich hab richtig viel Gras gefunden. Bist du in so einer Savanne? Ja. Okay, warte, dann weiß ich, wo. Ja, ich sehe auch, wo unser Lager ist, glaube ich. Bleib stehen. Oh, hallo. Ah! Oh, cool! Das ist Chester. Guck mal rein. Meine transparente Box. Komm, Chester. Ich pack da mal ein paar Sachen rein, ja? Ja, mach deinen Müll da rein. Nee, ich hab da wichtige Sachen reingepackt. Jetzt bin ich gespannt. Richtig wichtige Sachen. Oh, du hast Papyrus gefunden. Das Schiff. Ja, bitte lass das mal drin. Oh nein, Truthahn! Geh weg! Hier sind zwei Truthähne. Ja, super. Ich versuche mal den einen zu töten. Kannst mich mal zum Schweinekönig führen? Ich möchte versuchen, dem meine Deck zu retten. Warte. Siehst du, ich bugge. Okay, komm. Warte. Oh, shit. Wollen wir zum Schweinekönig gehen? Für mich. Komm mit. Sehr langsam. Warte. Ja, was macht dein Finger? Warte kurz, ich muss kurz gucken. Okay, das ist schon ziemlich weit weg. Ja, ich habe auch einen Rucksack, ne? Also, ja, komm. Falls du irgendwelche Sachen hast, die du. Hast du Backpack-Mod oder? Nein, man kann sich auch so einen Rucksack werfen. Da mache ich dann immer die wichtigen Sachen. Oh, wir haben Schweinekacke. Wir können damit ja diese Beerenbüsche in der Nähe von unserem Haus da. Ja, genau, die können wir fertilisieren, genau. Okay, ich habe das schon auf jeden Fall einmal gemacht. Okay, mein Hunger ist kommt. Ich sterbe gleich an Hunger. Warte, ich habe 6 Karotten, ich kann sie dir geben. Okay, ich habe noch ein bisschen gegessen. Warte, ich nehme mal hier ein paar Beeren mit, ja. Bleib mal stehen, Mann. Bleib mal stehen. Danke. Ich hab's gefüttert. Okay, komm. Ja. Da hinten ist auch noch irgendwo ein Campfeuer. Oh, lol. Sumpf. Schiff. Oh, so ein Biom ist gefährlich. Hier gibt's so eine fette Tentakel, ja. Okay. Ich würde einen auch sehr schnell. Hier müsste es irgendwo. Warte, ich guck kurz. Ja, wir sind in der Nähe. Also wir sind noch sehr weit weg, aber schon irgendwie in der Nähe. Sehr weit weg. So, hier lang. Hier hoch. Kommst du? Ja, ich bin hier. Gut, und jetzt müssen wir eigentlich nur diesen Richtig Weg nach oben. Wenn wir auch einen Schweinealtar finden. Ja. Wäre wahrscheinlich. Weil wenn man stirbt, wenn der eine stirbt, also in dem Projekt. Ja. Dann ist das Projekt ja nicht gleich vorbei. Weil wenn einer stirbt, dann. Wir machen aber mehrere. Wenn einer stirbt, dann. Na, ich würde einfach sagen, dass wir es machen. Bis lebt der andere ja weiter und dann ist der andere so. Also dann ist der eine so Geist. Der kann so in Gegenstände gehen. Aber er kann dann zu einem Schweinealtar schweben und der Schweinealtar belebt einen dann wieder. Ja, einfach weiter den Weg nach oben folgen und da ist der auch einmal. Ja, diese Maulwurf. Ja, hier ist er auf jeden Fall. Ah. Pass auf. Ja. War das geil? Ja. Wir sollten demnächst mal. Zeig mal, hast du noch irgendwas im Inventar? Du meinst doch letztens, du hast so eine Schaufel oder so eine. Ja, ich habe hier so eine Schaufel. Ich habe hier so eine Schaufel. Und noch eine Schaufel. Ich habe diese Schaufel hier gefunden, glaube ich. Gib mir mal bitte. Doll. Das ist ein Wurmloch, da können wir mal reinspringen. Nee, oh nein, mach nicht. Ich bin. Nein.
Nein. Was ist? Also, du wirst damit kein Problem haben, aber wegen dem Wurmloch sinkt mal wieder mein Gehirn. Ich werde dumm. Lol, mein sind Gehirn wir? Ist auch schon so bei der Hälfte. 122. Gott, wir sind überweit von zu Hause weg. Kannst du klappen? Was? Lol, was ist das? Hilfe! Die Natur will uns töten! Scheiße, komm hier, hier lang! Komm hier lang mit, hier lang! Komm einfach hier lang mit! Komm einfach hier lang mit! Was ist das? Was ist das? Wo bist du gerade? Ich bin nach oben gelaufen, glaube ich. Ich bin noch da, wo die... Scheiße, es wird Nacht. Es wird ja Nacht, es wird ja Nacht, es wird ja Nacht! Ich kann nichts machen. Ich muss eine Fackel. Ich auch nicht. Ich muss eine Fackel machen. Es geht nicht, ich kann nichts machen. Ich sehe irgendwie... Gott, ich hab eine Fackel. Nein, ich wurde angegriffen. Wo bist du? Ich kann nichts machen. Ich renn weg. Ah, scheiße, ich höre Geräusche. Ach, Digga, wo bist du? Ich bin mein Gehirn schrumm. Digga, wo bist du? Komm mal zurück. Komm. Ja. Mein Herz ist auch nicht so heftig. Hallo. Wir ignorieren mal, dass ich den Wald angezündet habe, ja? Ja. Nein. Okay, mein Hunger ist komplett. Aber mein Gehirn ist schon fast am Ende. Scheiße, warte. So richtig verkrüppelt. Nein. Oh nein. Lager. Weißt du, was ich am Anfang, ich meinte doch so in der ersten Folge, jetzt ist es noch einfach, später wird's schwer. Zweite Folge, ich sterbe fast. Das ist jetzt die dritte. Ah, das ist schon die dritte? Ja. Ja, stimmt, genau. Lass uns mal ins Lager gehen. Oder mach deine Spitzhacke, bau mal hier ein paar Steinchen ab. Was ist das für ein Geräusch? Also die Spielsounds werden immer... Ich habe noch 13 Leben. Ja. Es ist cool. Es hört sich an wie so ein Lüfter. Ich gehe jetzt einfach nach oben. Ich gehe jetzt einfach bis zum so ein Lager. Wenn jetzt die Hunde kommen, Alter. Fuck. Lol, ich sehe ein paar Geister. Geister? Ja. Wow, schön, okay, ne? Er ist jetzt einfach Butterfly. Oh, ich höre so diese ganze Zeit dieses Geräusch so. Oh, ich muss dringend schlafen. Du musst auch schlafen, oder? Ja. Wie viel Essen hast du noch? Eigentlich alles voll, aber mein Gehirn ist halt super verkrüppelt. Du hast voll Essen, ja? Ja. Also wirklich voll? Ja. Dann mache ich dir gleich eine Strohrolle, dann ich renne ein bisschen von der Küche. Kannst du mir sagen, wo unser Haus Lager, ist? Ja? Wo ist unser Lager denn? Ja, unser Lager. Ah, da oben. Ich sehe das gerade. Oh Gott. Warum ist eigentlich alles so ein bisschen dunkler? So cool. Was? Gott. Warte, wie viel? Ich habe noch 7 Intelligenz. 7. Boah, ich bin da. Treffen uns im Lager, dann mache ich dir... Guck, die Vase bewegt sich. Das ist gruselig. Ja. Wenn du voll gegessen bist, dann nimm das hier. Bin voll gegessen. Warte, ich esse nochmal lieber zu Sicherheit. Hast du genommen? Ja. Kannst du Rechtsklick machen, dann gehst du schlafen. Mach Rechtsklick auf das, was ich dir gegeben habe. Hab mach Rechtsklick. Die Hunde. Ja, scheiße. Die Hunde. Nimm dein Speer, töte sie. Hast du ihn. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab nur noch richtig wenig Low. Doch. Nein, ich werd zurückgebackt. Ich hab nur noch ein Biss und ich bin tot. Digga, du hast wenigstens eine Waffe, okay?
Lol, ich bin jetzt einfach entgreist. Nicht Chester! Hilf, nein! Das nicht war... Chester! Weißt du, wie kacke das war? Ich wurde zurückgebackt. Ich bin jetzt einfach ein Geist, ne? Scheiße, ich bin in der Ecke. Ich renne. Sieht so aus, als würde unser erster Anlauf des Projektes zu Ende gehen. Ich habe noch... Also darf ich das mal so anmerken? Ja. Ich habe 0 Intelligenz, ich habe 1 Leben, ich habe 38 Hunger. Und die Hunde verfolgen mich. Und ich habe keine Rüstung und keine Waffe. Vor allem, ich bin ein Geist. Was kann ich Hallo, machen? Was geht? Was kann ich als Geist machen? Bist du eigentlich blöde? Du hast den gerade zu einem Oberhund gemacht. Du bist doch auch ein Idiot. Was mach ich denn? Oh. Day 10, everyone is dead. Wir haben neun Tage überlebt. Nein, wir haben noch ganz kurz Zeit, die Welt zu erkunden. Und schnell, erkunde die Welt, los. Wenn wir den Schweinealtar finden, dann sind wir gerettet. Okay, ich mach's. Wollen wir noch nicht. Ich geh nach unten rechts. Okay, ich geh nach oben. Wenn einer von uns den Schweinealtar findet, sind wir gerettet. Scheiße. Nein, noch 70 Sekunden. Okay. Hast du schon irgendwas gefunden? Nein. Wie sieht denn ein Schweinealtar aus? Das ist so ein runder Dings und dann sind da so tote Schweineköpfe. Mhm. Fünf Sekunden noch. Bist du sicher, dass es in jeder Welt dann existiert? Wie? Was? Bist du dir sicher, dass in jeder Welt einer existiert? Nein? Also ich weiß, dass es welche gibt, aber ich weiß jetzt nicht, wo sie sind. Ich sehe tote Skelette. Ja, da oben so waren tote Skelette, war ganz cool. Da war so nur noch 18 Sekunden, wir schaffen das nicht. Sei denn, ich finde jetzt einen. Ganz und die wird komplett resettet. Ja, die Welt wird dann resettet. Mann, ja, Leute, das war's mit unserem ersten Anlauf von Don't Starve Together. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Wenn nicht, dann nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und seid offen für Neues. Ciao. Tschüss.